Wie sieht eigentlich so ein Alltag im Kindergarten als Erzieherin aus? Werfen wir heute mal einen Blick darauf. Es ist 6:30 Uhr am Morgen. Alles ist noch dunkel. Doch der Tag als Erzieher beginnt. 15 Minuten vor den Kindern stehen Vorbereitungen an. Durchlüften, Fenster schließen, eine vorbereitete Umgebung schaffen, Stühle unterstellen, kleine Spielinseln gestalten, so dass die Kinder direkt ins Spiel finden. 7 Uhr, die ersten Kinder kommen. Aufgrund von Corona werden sie von den Eltern an der Haustür abgegeben. Noch schnell ein kurzes Tür- und Angelgespräch, wie die Nacht war, ob es Besonderheiten gab, welche für die Kollegen in der entsprechenden Gruppe wichtig sind. Und dann geht es auch schon in die Garderobe zum Umziehen, in den Waschraum zum Händewaschen und danach in den Gruppenraum. Dort können die Kinder erstmal ankommen und spielen. Puh, ganz schön früh. Einige Kinder sind, so wie ich übrigens auch um diese Uhrzeit, noch ganz schön müde. Für mich als Eule, die gerne nachts und spät abends arbeitet, ist es ganz schön früh. Im Laufe des Vormittags folgen dann noch Morgenkreis, das Frühstück und vielleicht auch noch einmal rauszugehen mit den Kindern. Vielleicht habt ihr einen in der Nähe liegenden Spielplatz oder ihr könnt aufs Außengelände gehen, je nachdem, was bei euch im Kindergarten so alles ist. Doch bevor ihr rausgeht, heißt es jetzt noch, 20 Kinder beim Anziehen zu unterstützen. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass du als Erzieherin dann keine Jacke mehr bräuchtest. Dann geht's raus. 1,5 Stunden Spielplatz gehen ratzfatz vorbei. Und es heißt, wieder zurück oder reingehen zum Mittagessen. Einige Kinder werden jetzt schon abgeholt. Danach folgt noch die Ruhezeit oder die Schlafenszeit und eine anschließende freie Spielzeit. Bis es dann um 17 Uhr heißt, der Kindergartentag ist vorbei.